Wie schaffe ich es nicht, süchtig nach Drogen zu werden, obwohl ich schon seit ca. 10 Jahren ab und zu Drogen nehme? Und welche Tipps kann ich euch geben, dass ihr auch das Risiko, süchtig nach Drogen zu werden, reduziert? Sober Oktober ist jetzt auch vorbei. Passend zu dem Thema dieses Videos werde ich euch gleich auch berichten, wie war es, 31 Tage lang keine Drogen zu nehmen. Tipp 1. Analysiere deine Gedanken kritisch. Die meisten Leute merken erst viel zu spät, dass sie süchtig sind. Deswegen ist es immer wichtig, genau zu beobachten, ob du irgendwie immer häufiger ein Verlangen nach Drogen hast. Denkst du plötzlich in Alltag, bei Situationen, die eigentlich gar nichts mit Drogen zu tun haben, plötzlich an Drogen? Viele denken, dass eine Sucht erst beginnt, wenn man irgendwie völlig panisch nach Drogen sucht. Das Ganze ist aber ein schleichender Prozess, bei dem immer häufiger so der Gedanke kommt, dass man doch eine Droge nehmen könnte. Somit kommen wir auch zu Punkt 2. Mache regelmäßig Pausen von Drogen, um dir zu beweisen, dass du auch ohne kannst. Besonders wichtig ist es, dass du das auf Partys oder in Clubs machst, wo wahrscheinlich die meisten anderen berauscht sind. Zeige dir damit, dass du auch nüchtern Spaß haben kannst, weil wenn du nüchtern auf einer Party keinen Spaß haben kannst, dann ist das schon ein Zeichen in Richtung Sucht. Es kommt natürlich immer darauf an, auf wie viele Partys man im Monat geht, aber ich würde schon sagen, dass ich mindestens bei der Hälfte von Partys und Clubbesuchen komplett nüchtern bin. In der kostenlosen Open Mind App wird nach wie vor der Sober Streak angezeigt, also die Anzahl der Tage am Stück, an denen du nüchtern warst, um dazu zu motivieren, möglichst lange nüchtern zu bleiben. Punkt 3. Achte bei den Drogen darauf, dass du eher Substanzen nimmst, die nicht so krass abhängig machen. Die Drogen, die am wenigsten abhängig machen, sind natürlich Psychedelika. Das sind auch die Substanzen, die ich am ehesten nehme. Am häufigsten 2CB. Da muss man aber auch sagen, dass es, glaube ich, schon unter dem Psychedelika das ist, was am ehesten abhängig macht. So Drogen wie LSD, 1D-LSD, Pilze, Alat, 1D-Alat machen da schon etwas weniger abhängig. Psychedelika sind nämlich nicht Drogen, wo es dir automatisch gut geht. So neigt man nicht dazu, die Drogen zu nehmen, um Probleme zu überdecken. Die Erfahrung fühlt sich auch häufig anstrengend an, so dass man nicht dazu neigt, es sau oft zu machen. Dann gibt es halt noch so Drogen, die so im Mittelfeld sind, wie MDMA. Drogen wie Ketamin, Alkohol oder Cannabis haben schon ein relativ ordentliches Suchtpotenzial, aber ganz oben bei der Sucht sind Opiate, Koks, Benzos, Zigaretten oder Drogen wie Meth, und Speed ist schon auch gut abhängig machend. Denn das sind auch alles Drogen, die einen sehr schnell Probleme ausblenden lassen. Bei vielen dieser Substanzen kommt hinzu, dass sie auch körperlich abhängig machen. Punkt 4. Nehme keine Drogen, wenn es dir schlecht geht. Ich habe wirklich schon mit sehr vielen Leuten gesprochen, die drogenabhängig sind oder waren. Und der Anfang der Geschichte war jedes Mal gleich. Ich habe am Anfang sehr lange ab und zu einfach Drogen genommen. Sucht war nirgends in Aussicht, aber dann kam ein Schicksalsschlag. Trennung, und dann habe ich meine Probleme mit Drogen ertränkt und wurde süchtig. Ich erinnere hier auch nochmal an das Rat Park Experiment, wo man Ratten in zwei Szenarien eine unlimitierte Anzahl von Morphinwasser hingestellt hat. In dem Szenario, wo sie einfach nur einen öden Käfig hatten, wurden sie sofort abhängig, und in dem Szenario, wo man einen schönen Park für die Ratten gebaut hat, wo sie Spaß haben, haben sie schon ab und zu vom Morphinwasser genascht, aber wurden nicht süchtig. Punkt 5. Gönn dir viele YouTube-Videos oder Bücher von Leuten, die mal drogenabhängig waren. So weißt du direkt alle Szenarien, wie so eine Sucht anfängt, was für Gedankenprozesse man hat, wenn man dabei ist, süchtig zu werden. Dann kannst du das auch schnell bei dir erkennen, wenn sich ähnliche Muster einschleichen. Aufgrund dieses Kanals habe ich wirklich schon tausende Nachrichten bekommen, in denen Zuschauer mir ihre Drogensuchtkarriere geschildert haben, und das hat mir, denke ich, auch sehr gut geholfen, die Kontrolle zu bewahren. Punkt 6. Nehme nie alleine Drogen. Starte nie die Gewohnheit, alleine Drogen zu nehmen, weil sonst passiert es sehr schnell, dass du dann einfach mal alleine zu Hause rumsitzt und dir denkst, ja, vielleicht ein bisschen was ballern, und ruckzuck ballerst du jeden Tag allein zu Hause. Punkt 7. Die Regel, nicht alleine zu Hause zu ballern, bringt natürlich nichts, wenn du lauter Freunde hast, die bei jeder Gelegenheit ballern. Also schau, dass du auch Freunde hast, die am besten gar keine Drogen nehmen, mit denen du regelmäßig was machst. Das Gute an diesen Freunden ist auch, dass das dann auch die Freunde wären, die dich darauf aufmerksam machen, wenn du gerade dabei bist, ein Drogenproblem zu entwickeln, weil das natürlich denen eher auffällt, als den Leuten, die selbst sich die ganze Zeit zu ballern. Punkt 8. Hol dir regelmäßig Glück, Freude und Kicks ohne Drogen. Sport, Achterbahnfahren, spaßige Filme schauen, zu einer Comedy-Show gehen, Meditation, Yoga, Sex, Kreativität, Sonne, Natur, anderen helfen und deine Freude machen, gesunde Ernährung, regelmäßiger Schlaf.
Das sind alles Dinge, die Glückshormone ausstoßen oder dein Leben auf eine andere Weise bereichern und das Risiko der Sucht vermindern. Also bei mir persönlich ist es zurzeit einer der erfüllendsten Erfahrungen, regelmäßig bei Stand-Up-Open-Mic-Shows aufzutreten. Besonders durch die krasse Aufregung vor der Show wird man dann auch resilienter gegen negative Erfahrungen. Fitnessstudio, Sauna, Joggen, VR, Zocken, Fahrradfahren, Netflix, YouTube, was Geiles essen gehen oder machen, sind weitere Aktivitäten, die mir sehr Spaß machen. Wenn ich jetzt irgendwelche Probleme in meinem Leben habe, die mich traurig machen, dann ist immer einer meiner ersten Moves ins Fitnessstudio gehen und dann in die Sauna gehen oder joggen. Danach ist der Kopf einfach etwas freier. Punkt 9, führe ein Drogentagebuch, wo du deinen Konsum einträgst, sodass du dann im Kalender nachschauen kannst, ob dein Konsum immer mehr wird. Immer häufig werdender Konsum wird oft als keine große Sache abgestempelt. Häufig bildet man sich ein, dass man zwar jetzt mehr nimmt, aber man nicht süchtig ist, weil man es ja genauso gut sein lassen könnte, aber das ist oft einfach nur ein Hirngespinst. Den Gedanken zu haben, dass man es auch sein lassen könnte, bedeutet nicht, dass man es doch dann wirklich sein lassen kann. Daher kritisch auf die Konsumhäufigkeit schauen, am besten natürlich mit der Drogentagebuchfunktion von der Open Mind App. Link im angepinnten Kommentar. Tipp 10, nehmt keine Drogen. Die sicherste Methode, nicht abhängig zu werden, ist natürlich, wenn man gar nicht erst mit Drogen anfängt. So, und ich weiß, was ihr denkt. Hä, warum machst du so ein Video? Bei deinem Konsumtagebuch-Video hat man doch gesehen, dass du selbst viel zu viele Drogen nimmst. Ja, in diesen Festivalmonaten war es kein Konsum, den man dauerhaft beibehalten sollte. Aber ansonsten gibt es wirklich auch viele Phasen, wo ich länger fast gar keine Drogen konsumiere. Weshalb es auch nicht so schwer war, die 31 Tage beim Sober Oktober einzuhalten. Ich habe es bis jetzt auch noch nicht gebrochen, das Sober Oktober. Ich war auch schon im September sehr nüchtern unterwegs. Und weil ich auch zu Zeiten, wenn ich Drogen nehme, immer sehr low dose konsumiere, habe ich mich auch in der Zeit nicht anders gefühlt. Also es war keine Erfahrung von, wow, ohne Drogen konnte ich so viel besser denken und schlafen und arbeiten. Ich habe mich so viel gesünder gefühlt. Aber das Ding ist so, dass ich so ein Problem mit Autorität habe, auch wenn ich die Autorität bin. Da habe ich dann häufig sowas gedacht wie, was denke ich eigentlich, wer ich bin, dass ich mir einfach so verbieten kann, Drogen zu nehmen? In der Zeit habe ich ja auch kein Koffein konsumiert, aber obwohl ich eigentlich sowieso kaum Koffein konsumiere, hatte ich häufig den Moment, dass ich so einen Energy Drink gesehen habe und mir dachte, boah, sieht der lecker aus, ich hätte jetzt so Bock, den zu trinken. Energy Drinks schmecken mir halt nicht mal, es war halt einfach immer der Reiz des Verbotenen. Von dem her bin ich auf jeden Fall froh, es durchgezogen zu haben, um mir zu zeigen, dass ich das easy packe. Und nur durch dieses Experiment weiß ich auch, dass ich wohl auch sonst nicht zu viele Drogen nehme, weil ich im Alltag keinen Unterschied gemerkt habe und es nicht so schwer war. Wie war euer Sober Oktober? Macht mal Sober November oder Dezember, wenn ihr Oktober nicht geschafft habt. Ich kann es empfehlen und haut mal gute Tipps in die Kommentare, wie man nicht süchtig wird.